So, kurzer Rant zwischendurch. Und zwar zu einem Thema, was vielleicht der ein oder andere kennt, wenn er mir auf Twitter folgt. Ja, es geht mal wieder um Peering. Hintergrund ist, wie das Internet hinten dran funktioniert. Um es mal ganz grob zu sagen, das Internet ist nicht so das große Ding, da steckt man sich rein und dann ist man da, sondern das Internet besteht aus vielen einzelnen Netzen, die dann irgendwie miteinander verschaltet sind. Das heißt, wenn ich hier zu Hause zum Beispiel jetzt zu YouTube möchte, dann geht das von mir zu meinem Internetprovider. Mein Internetprovider gibt das irgendwie weiter an Google und Google ist ja YouTube. Leider klappt das nur mäßig, denn prinzipiell gibt es zwar das sogenannte Peering, das heißt, dass ja, Inhaltsanbieter wie zum Beispiel YouTube und Internetprovider, sagen wir mal Foo, haben beide ja das Interesse, dass sie miteinander kommunizieren können, weil Google möchte ihre Videos loswerden und die Werbung natürlich. Und die Kunden von Fu bezahlen Fu dafür, dass sie die Videos auch sehen können. Das heißt, man einigt sich meistens darauf zu sagen, okay, wir haben beiden Interesse daran, dass das funktioniert. Das heißt, jeder macht seinen Teil dazu und man verbindet dann die Netze. Das heißt, Google geht dann hin, macht da einen entsprechenden Netzwerkanschluss bei sich im Rechenzentrum, guckt, dass das Kabel an eine sinnvolle Stelle kommt. Und genauso macht der Internetanbieter Fu das. Der macht entsprechend bei sich einen Anschluss, macht dann ein Kabel auch bis zu dieser Stelle. Und das war's dann. Jeder zahlt seine Kosten, aber sonst fließt da nichts. Diese Stellen, wo es zusammengeschaltet wird, gibt es verschiedene. Entweder man macht es direkt in den eigenen Rechenzentren oder man nutzt große Internet-Exchanges. Da gibt es zum Beispiel in Deutschland den DZIX, der ist in Frankfurt, ist glaube ich so einer mit der größten weltweit, auf jeden Fall der größte in Europa. Nur nicht alle Internetprovider machen das mit. Es gibt in Deutschland einen großen mit einer gewissen Farbe, die nicht pink ist. Die gehen eher hin und wollen sogenannten Double Pay Traffic gerne haben. Das heißt also, die lassen sich von den Kunden dafür bezahlen, dass sie Internet denen zur Verfügung stellen und gehen dann zu den Inhaltsanbietern hin und sagen, wäre doch schade, wenn unsere Kunden nicht auf eure Inhalte zugreifen können, oder? Ja, die wollen von denen halt auch nochmal Geld haben, sodass sie an beiden Enden der Kommunikation abkassieren können. Ist ein bisschen nervig, vor allen Dingen, weil es halt Dinge kaputt macht. Denn die haben zwar dann auch immer noch bei diesen großen Austauschzentren, nenne ich es mal, ein bisschen was an Verbindungen, aber naja, die kümmern sich jetzt nicht darum, dass die ausreichend dimensioniert sind, um es mal so zu sagen. Und ja, ich bin dummerweise Kunde einer dieser Firmen, die Double Pay Traffic gerne haben möchten. Hauptsächlich, weil die hier dummerweise noch so ein bisschen Netz haben, was mehr Upload hat als die Konkurrenz. Und ja, das führt gerade zu schönen Sachen, denn momentan hat es Amazon getroffen. Amazon ist ja klar ein großer Shop, aber die stellen auch sehr viel Cloud-Ressourcen zur Verfügung. Das heißt also, man kann hingehen und kann sagen, hier, passt mal auf, ihr habt ein schönes Rechenzentrum, ich will Daten zur Verfügung stellen weltweit. Hier sind meine Daten, verteilt das mal über den ganzen Planeten und dann kann man darauf zugreifen. Wenn wir jetzt einfach mal hier dieses WGET machen von meinem Rechner aus, das geht jetzt auf GitHub, wie ihr seht. GitHub nutzt aber, wenn wir jetzt hier mal Enter drücken, hinten dran Amazon AWS. So. Heißt also, GitHub leitet mich auf irgendeine Amazon-Cloud weiter. Und wenn wir jetzt hier unten gucken, mein Download läuft aber mit 10,1 Kilobit. Bitte was? Das klingt verdammt langsam. Ne? So, jetzt kann ich euch schon mal sagen, das hier ist auf jeden Fall eine Leitung, die kann mehr. Das hier ist, glaube ich, nur 100 Mbit-Leitung oder sowas. Habe ich Speedtest drauf? Ja, ich habe Speedtest drauf. Dann machen wir einfach mal einen Speedtest. Und Überraschung, wenn wir hier einen Test machen. Na komm. Braucht heute wohl alles etwas länger. Aber wir sehen, Downloadgeschwindigkeit 102 Mbit. Nicht 9 Kilobit oder sowas. Also die Leitung von mir aus Richtung Internetstern ist auf jeden Fall schon mal vorhanden. Da hängt es nicht. Es hängt also irgendwo zwischen meinem Internetanbieter und der Amazon Cloud. Und es liegt auch nicht an der Amazon Cloud. Also wir können es gerade mal machen. Moment, machen wir das mal so. So, ich bin jetzt zu einem anderen Rechner verbunden. Der steht in einem Rechenzentrum von einem Internetanbieter. Hängt also nicht am selben Internetanschluss. Und wenn ich hier den WGET starte, Überraschung,
Innerhalb von wenigen Sekunden hat er alles runtergeladen. Hier steht jetzt was von 3 MB, aber ja, die Datei war jetzt auch nicht sonderlich groß. Ja, also Amazon Cloud ist auch nicht der Schuldige. Es funktioniert offensichtlich. Und ja, das ist genau das, was ich meinte. Hier von diesem Rechenzentrum aus gibt es eine vernünftige Verbindung zu den Austauschzentren, zu Amazon in dem Fall hier, aber von meinem Internetanbieter halt leider nicht. Also, jetzt gerade nochmal hier, dass man nochmal sehen, dass sich in der Zwischenzeit auch nichts geändert hat. Wir starten den Download. Es dauert ewig. Und wenn überhaupt was kommt, dann ist es extrem langsam. Na komm. Ach, jetzt will er anscheinend gar nicht mehr. Okay. Na doch, jetzt. Und wir sehen sagenhafte 0 Bit. Also, ja. So, jetzt machen wir mal eine VPN-Verbindung hier oben an. Connected. Und ich starte denselben Download. Tada! Es ist nicht schön, aber es ist deutlich schneller als eben. Und ich schätze mal, wenn ich da ein bisschen mit den Servern rumspielen würde, mir einen raussuchen würde, der besser funktioniert, der eine bessere Verbindung hier zu meinem Internetanbieter hat, kriege ich auch noch höhere Geschwindigkeiten. Und es liegt definitiv an dem Peering, denn ihr seht, an meinem Anschluss hängt es nicht. An der Gegenstelle hängt es nicht. Und ich habe VPN jetzt nochmal ausgemacht. Starten wir den nochmal und es tröpfelt vor sich hin. Also, ja, was bleibt da zu machen? Ich kann nur hoffen, dass irgendwann hier mal die Konkurrenz sinnvolle Angebote machen kann. Denn ja, sowas sollte man nicht unterstützen. Dass hier Internetanbieter quasi Inhaltsanbieter erpressen, so von wegen, ja, zahlt uns bitte auch noch Geld und ansonsten habt ihr halt die A-Karte, weil unsere Kunden dann nicht mehr bis zu euch durchkommen. Und im Zweifelsfall ist es halt Amazon und in dem Fall hier GitHub, was dafür sorgt, dass ich gerade keine Updates machen kann. Mäh.